Seit 2007 feiern die Mathematikfreunde jährlich am 14. März den Pi-Tag, also den Tag für die Zahl Pi, und zwar um 1 Uhr 59 und 26 Sekunden. Dazu gibt es meistens einen bestimmten Kuchen, da Pi im Englischen ein bisschen klingt wie Pi. Solche Sprachspiele kennen wir aber schon von anderen Orten. Naja, lassen wir das. Der heutige Pi-Day im Jahr 2015 ist etwas ganz Besonderes, denn heute stimmt sogar die Jahreszahl. Und genau um 9.26 Uhr und 53 Sekunden können wir die Darstellung dieser Zahl durch amerikanische Datums- und Uhrzeitangaben bis auf die 9. Stelle feiern. Fröhlichen Pi-Tag! Happy Pi-Day! So etwas passiert nur einmal im Leben. Nicht ganz. In Deutschland haben wir da mehr Freiheiten, was das angeht. Der letzte Pi-Tag war übrigens am 31.04.1592 um 6.53 Uhr und 58 Sekunden, das heißt bis auf die 11. Stelle. Die nächsten Pi-Tage sind dann je nach deutscher oder amerikanischer Schreibweise am 3.01.2041 um 5.09 Uhr und 26 Sekunden, am 14.03.3001 um 5.09 Uhr und 26 Sekunden, am 3.01.3004 um 1.59 Uhr und 26 Sekunden, am 3.01.3004 um 15.09 Uhr und 26 Sekunden, am 14.03.3015 um 9.26 Uhr und 53 Sekunden, am 3.01.3041 um 5.09 Uhr und 26 Sekunden, am 3.01.4015 um 9.26 Uhr und 53 Sekunden, und am 3.01.4159 um 2.06 Uhr und 53 Sekunden. Viel Spaß beim Feiern!